Jo, moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Kolosseum. Im letzten Part haben wir den ersten Kampf auf dem Duellplatz von Pyrethos gemacht, wo wir auch gleich schon einen Krypto-Noctu gefangen haben. Kann ich hier übrigens auch nochmal zeigen. Bericht. Oh, der hat auch schon ein leichtes Kryptometer, leichten Kryptometer-Abfall. Kann aber auch nur Kryptoschlag. So. Oh. Makuhita kann Energiefokus. Ja, auf jeden Fall ist bei Makuhita der Kryptometer schon, das Kryptometer schon weit unten, was mich wundert. So, dann Luciana und Igilava, was dann im letzten Part auch Rauchwolke bekommen hat. Bin ich dann auch schon ganz fresh. So, auf jeden Fall. Wir machen jetzt weiter. In den Kämpfen. Was willst du mit einer Attacke? Willst du nicht eine Attacke meiner Pokémon ansehen, bevor du weiterreist? Oh. So, das ist die richtige Einstellung. Dann mach dich auf etwas gefasst. Artist Shelly. Vati und Knilz. Ich hoffe, dass es Vati, das Krypto-Pokémon ist. Ich hoffe es. Oh ja. Dann haben wir auf jeden Fall schon unser nächstes Endsteam-Pokémon neben Igulava. Weil ich mag halt einfach, ich mag halt einfach ein Elektro-Pokémon, was halt nicht so das Übliche ist. Ah, okay, da kann noch einer, da kann noch eine Konfusion hinterher. Jetzt das Tackle ein. Ich glaube, ich setze jetzt mal Krypto auf Krypto ein, weil ist es nicht sehr effektiv wirklich. Aber zumindest können wir schon mal dadurch Quills K.O. hauen. Jawohl. Och nö. Das geht jetzt gar nicht auf Psyana. Hä? Bombos hat paralysiert doch auch nur. Ja, und sagt ihr nicht. So, Items. Wir werfen einfach nochmal direkt einen Pokéball. Und mit dich befreie ich einfach mal Igelava von seinem Paralyseleid. Jawohl. Du bist wirklich besser als ich dachte. 480 Pokédoll, du bist aber wirklich sparsam. Du bist ziemlich gut. Ich sollte dir wohl ein Geheimnis über Pokémon-Attacken verraten. Die Attacke Kryptoschlag fügt allen Pokémon unabhängig vom Typ gleich großen Schaden zu. Der Kampf wird also leichter, weil sich der Schaden nicht abhängig vom Typ des Gegners verändert. Ach, dann haben sie das zu Pokémon XD also auch verändert. Und es gibt noch was anderes, wo man sich heilen kann. Das heißt, ich habe eigentlich im letzten Part unnötig Geld ausgegeben, aber egal. Müsst die KP deine Pokémon wieder auffüllen? Jo. Entschuldigt, wenn ich noch ein bisschen huste oder
sämtliche andere Sachen, andere Geräusche mache, weil ich bin gerade erst aufgestanden und daher, naja. Deine Pokémon sind wieder frisch und munter. Das ist doch nice. Und dann gehst du gleich direkt zum nächsten hier zu ihr hier. Wenn du auf dem Duellplatz einen Trainer ansprichst, dann gibt es nur eine Antwort darauf. Und zwar einen Kampf. Biker Bonnie. Pumlup und Myrapla werden von Biker Bonnie in den Kampf geschickt. Ja, man sieht schon, wie leveltechnisch ist das schon ein bisschen höher, aber das Pumlup ist Level 30, das heißt, ich denke mal, das ist ein Krypto-Pumlup. Man kann es vom Level einigermaßen her gut erkennen. Oh ja, das ist es auch. Wusste ich es doch. So. Dann kriegt Hoplopf auf jeden Fall erstmal den Krypto, die Krypto-Attacke. Und Myrapla kriegt erstmal volle Breite Konfusion in die Fresse. Kulox. Kryptoschlag. Ja doch, die haut schon, das haut schon rein. Megasauger. Och nö. Schön blöd. Danke, dann springe ich dich jetzt garantiert nicht mehr um. Confusion. Ah, schade, das hat Kulox nicht umgebracht. Oh nein! No, don't do it, please! Iglava, warum Furium-Modus? So Confusion. Ich hoffe, das hat jetzt noch eine weitere Attacke gelernt. Oder wieder freigeschaltet. Auf jeden Fall haben wir Kulox jetzt besiegt. Das bedeutet, wir können uns komplett auf Hobelupf konzentrieren. Nein, böse, aus. Echt? Ich glaube, die sind ja alle nur auf Schlaf aus. Oh. Rufen. Ich probiere schon mal mit dem Ball. Kann ja nicht schaden, aber ich probiere es einfach mal. Spaß ist halt mit dem Pokéball. Vielleicht klappt's ja. Naja, schade. Hätte ja klappen können, also von daher. Stimmt, das habe ich jetzt gar nicht geguckt, ob das Ding noch eine weitere Attacke bekommen hat. Oh wehe, du gehst wieder auf. Nein, hat es nicht. So. Gut. Dann werfe ich jetzt einen Superball. Ist mir wurscht. Keine Lust, dass das Ding mich andauernd einpennen lässt. Okay. Weißt du, Hubluff, du ringst mich auf. Nein? Oh, danke. Danke. Und dich rufe ich einfach mal. Ist mir wurscht. Fick dich! Ich will das Hobelupf. Ich hole mir das. Das war ein Wahnsinnskampf. Ach, ich liebe starke Kerle.
Wenn du wieder Lust an einem Kampf hast, komm jederzeit wieder zu mir. Ja. Na super. Dann spreche erstmal dich an. Was? Willst du mit mir kämpfen? Dann holen wir uns das Hobbluff später. Kein Problem, Kämpfer sind hier immer willkommen. Rocker Joey. Morlord und Anton, ich glaube, das war es, kommt um Morlord. Ja doch. Das war das Morlord. Weil jetzt mal anfangen, sind die Krypto-Pokémon alle Level 30. Das haben sie in XD auch schöner gemacht. Da haben sich die Pokémon alle, die Krypto-Pokémon alle unterschiedlich gemacht. Die Lava sind hier wirklich beschissen dran. Kann man nur sagen. Und daher hole ich jetzt einfach mal Vati raus. Und du machst Anton erstmal Kopfschmerzen. Tjo, na, Verteidigung von Vati sinkt und Verteidigung von Tiana auch. Nein, bitte nicht auf Psyana, bitte auf Vati, bitte auf Vati, bitte auf Vati. Oh, danke. Mit dir schwäche ich jetzt erstmal Morlord. Und Anton kriegt nochmal eine Runde Kopfschmerzen. Und fast schon wieder ein Level Up. Krypto-Schlag, juhu. Oh, das sieht wirklich wenig ab. Ja, danke. Kryptoschlag und... Ich glaube, bei dir setze ich Rückkehr ein. Sollte definitiv nicht so viel abziehen. Die Konfusion. Was ich schon mal super finde. Hä? Wer bin ich? Wenn ja, wie viele? So. Kryptoschlag und du auch nochmal Rückkehr. Wie gesagt, das sollte es jetzt nicht umbringen. Was super ist. Oh oh. Genau deswegen hatte ich Igelava rausgenommen. Das tut doch schon ganz schön weh. So, Items. Das ist mein Pokéball. Sollte da eigentlich drin bleiben. Und dich rufe ich einfach. So, das ist, soll es doch ernst sein? Es ist das fucking Morlord, nicht drin bleibt. Und sich jetzt auch noch selber schwächt. Und währenddessen Vati umbringt. Ja, komm mal, Quita, dein Auftritt. Können wir auf jeden Fall jetzt sehen. Oh, oh, oh! Das Ding hat Überwurf gelernt. Ich nehme direkt meinen Superball. Und ich rufe ich dann mal wieder. Bitte bleib drin, bitte bleib drin. Fick dich. Fick dich, Morlord, fick dich. Kann es mich nicht hören, ich stehe direkt hinter ihm. Ich meine auch zu wissen, dass mich das Morlock beim ersten Durchspielen auch richtig aufgeregt hat. So, Items nochmal, Superball. Du machst einfach mal rechte Hand.
Du hörst mich ja anscheinend eh nicht, also von daher. Fuck you, more Lord. Die erneute Scheiße nochmal. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr gerade. Weil ich dieses Morlord so abfuckt und ich gerade das Hubbelup nicht fangen konnte. Bleib drin, bleib drin, bleib drin, bleib drin. Jawoll! Nice, wenigstens habe ich es jetzt gefangen. Uah. Ja, heul mal weiter. Und ich krall mir, glaube ich, noch das Hubbelupf, wenn nicht heute, dann irgendwann anders. Das war stark. Lass uns bald mal wieder kämpfen. Aber erstmal heile ich meine Pokémon. Was dann auch gerade mal nicht so unpraktisch wäre, wenn ich die heile. Deine Pokémon sind wieder frisch und munter. Das ist das Tolle, dass sie selbst überall, dass sie überall Vitalisatoren rumstehen und man sich die selbst teilen kann. Gegen dich habe ich gekämpft, das heißt, bist du noch dran? Ja, du willst mit mir kämpfen? Jo. Großartig, dann greif mich an, aber ich mach dich auf das Schlimmste gefasst. Ja. Biker Mick. Ja, diese Koteletten. Traunfugil und Eneko. Ich glaube, das war das Traun. Ja doch, das ist das Traunfugil. Das ist bloß die Frage, ob ich genug Pokebälle dabei habe. Und ich hoffe, ich glaube, dass du halt nochmal in den Fury-Modus gehst. Denn ich will, dass du eine neue Attacke hast. Ich meine, es ist... Ja, ich rede gerade davon und nice. Nice. Fick dich, es ist tot. Kann ich einfach mal zwei Krypto-Pokémon kämpfen. Streng dich an, Vati. Heul nicht rum, Eneko. So. Rufen und du machst... ja, doch, Kryptoschlag auf Eneko. Und du solltest jetzt eine neue Attacke gelernt haben. Ich hoffe, es ist Flammenrad. Ich hoffe. Wie, du verletzt dich jetzt selbst. Dankeschön. Auf Wiedersehen, Eneko. Du bist tot. Zickzacks. Guten Tag, dich kennen wir doch noch. Ach, Schaufler hast du erlernt. Dann machst du das mal auf Zickzacks und du mach mal Kryptoschlag auf Traunfugil. Zum Glück macht dir das nicht so viel aus wie Psyana. Oh, ging daneben. Hm? Okay, du bist im Fury-Modus. Da hilft nur rufen. Du solltest jetzt auch eine neue Attacke bekommen haben. Oh, das ist gar nicht mehr so effektiv gegen Zickzacks.
Naja, spuck du ruhig deinen komischen Ball. Und töte Vati. Ach. Los, Marquita. So, machst du jetzt Kryptoschlag auf ihn hier und du machst Überwurf auf Zickzacks. Ja. Das Spiel ist schon toll. Es regt nur auf. Fickt euch alle richtig ins Knie, aber so extremst hart. So. Und nach Tara solltest du eher weniger was ausmachen. So, Spaßkanone. Was hast du denn dazu? Oh, oh. Verwirrung? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, es ist nur der Angriff, der sinkt. Aber, und die Verteidigung, aber... Das Ding hat eher sowieso schon so einen übelst schlechten Verteidigungsgedöns. Ach komm, hier Übernahme. Ich weiß gar nicht, was Übernahme bringt, aber wird schon nicht unbedingt so schlecht sein. Oh oh, nein. So, zum Glück ist es nur Igelava. Kopfnuss. So, und du machst jetzt aber mal bis auf Zickzacks. Es ist mir wurscht und weh, du verletzt dich selbst. Als hätte ich's geahnt. Oh, danke. Ich glaube, ich setze gleich auf jeden Fall mal ein Dingens ein. Einen der Supertränke. Zum Glück setzt das Ding nicht so viel ein. Also keine... Ja, ich würde es richtige Attacke nennen. So, Supertrank. Einmal für... die Igelava. Und du machst einmal noch bis auf Zickzacks. Damit ich mich gleich komplett auf Traunfugil konzentrieren kann. So, ist das auf jeden Fall schon mal tot. Und nach Tara bekommt ein Level Up. Wobei, ich riskiere es. Ich werf einen Superball. Dich hier und mit dir heile ich wieder Igelava ein wenig. Und ich hoffe, das Ding bleibt drin. Jawohl, Traumfigur wurde gefangen. Gut, dann ist Traumvogel auf jeden Fall nicht so wie Hubbelupf uns aus der... uns durch die Maschen gegangen. Jetzt habe ich so gründlich verloren, dass ich aus dem Fury-Modus ganz rausgekommen bin. Wusstest du das schon? Wenn ein Pokémon in den Fury-Modus gerät, musst du es nur rufen und es wird wieder normal. Ja, das wusste ich. So. Wir gehen jetzt hier erstmal ins Kolosseum. Heilen unsere Pokémon und speichern dann hier erstmal eine Runde. Denn das war's dann für den heutigen Part Pokémon Kolosseum. Und deine Pokémon sind wieder frisch und munter, das ist doch super. So, speichern.
Wir haben schon 6 Krypto-Pokémon gekrallt. Nicht schlecht. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss, tschüss.